willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Ehrengast. Hello! Schon lange nicht mehr auf meinem Kanal gesehen. Ey, was würde ich jetzt gerade sagen? Hallo vielleicht? Die ganze Zeit gesagt. Servus! Servus! Wir haben heute 15 Minuten HIIT Fettburner Workout pur geplant. Es wird richtig schön intensiv und das Coole ist, dadurch, dass wir heute zwei sind, gibt es eine Springer- und eine Nicht-Springer-Variante. Ich würde sagen, Gast darf entscheiden, welche Variante. Springen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Sascha macht die Springer-Variante, ich mache die Nicht-Springer. Dann kann jeder bei jeder Übung oder komplett das ganze Workout sich überlegen, welche Version er machen möchte. Ja, ansonsten, keine Übung wie immer ist doppelt. Ich habe euch ein Warm-up auch am Anfang noch gleich mit reingepackt. Das perfekte Rundum-Paket, um in kürzester Zeit richtig schön viel Kalorien zu verbrennen. Bist du bereit? All-inclusive. All-inclusive. Und übrigens, Sport-Outfit und so weiter ist alles unten in der Infobox verlinkt. Deine Hose gell, kann ich auch gerne verlinken. Schaut kann ich echt empfehlen und deine Hose kann ich sehr empfehlen. It's perfekt, kostet sehr viel. Kann ich sehr empfehlen. Findest alles unten, auch den Rabattcode und so weiter. Und jetzt aber viel Spaß, let's go. Okay, es kann losgehen mit der ersten Übung. Wir starten, wie gesagt, mit einem Warm-up, um einfach mal schön warm zu werden, um uns schön aufzuwärmen, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Wir rotieren jetzt einfach mal von einer auf die andere Seite. In 5 Sekunden geht's los. Bist du bereit, Schatz? Ja, komplett ready. Viel Spaß, let's go. Los geht's. My head's always stuck in time. Love, let me go. I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love. Pause brauchen wir jetzt noch keine, da laufen wir jetzt einfach mal locker und kreisen gleich mit den Schultern. Und zurückkreisen. Sehr gut. Und Hüfte öffnen, abwechseln, links, rechts. Und nach vorne kreisen. Do you think of me? Love, let me go. Cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Knie nochmal aufwärmen, kreisen. Wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Und locker wieder laufen und Arme öffnen und schließen. Sich selbst umarmen. Das ist nie ein Fehler. Und dann geht's auch schon los mit einer etwas intensiveren Übung und zwar mit High Knees. Wir geben jetzt die Knie richtig schön nach oben. 40 Sekunden. Und wer jetzt nicht springt, einfach nur die Knie schnell nach oben geben. Jetzt habe ich vergessen, dass ich die Nicht-Springer-Variante bin. So, kurz mal durchschnaufen. Weiter geht's mit Buttkickers. Entweder ganz normale Buttkickers machen, richtig schön springen und zum Po ziehen oder einfach nur schnell nach oben steigen. Kurz nochmal auslockern. Jetzt wird's richtig. Jetzt wird's wieder schön intensiv. Let's go.
gut, weiter geht's mit einem Hampelmann, ein bisschen abgewandelt mit Boxen. Anstatt, dass wir die Hände nach oben geben, boxen wir schön nach vorne. Das ist wieder deine Version. Und wer jetzt nicht springen möchte, steigt einfach schnell nach außen. Da aber auch wirklich alles geben, schön ans Limit gehen und los geht's. Wie muss ich springen? Ist auf so, zu, auf zu. Ja. Perfekt. Perfekt. Ist die Boxing-Technik am Start. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow. Wir springen jetzt mit zwei schnellen Schritten ans Mattenende und einmal hoch. Wieder eins, zwei, hoch, eins, zwei. Es ist richtig schöner Flow werden. Wer wieder nicht springen möchte, einfach schnelle Schritte und nach oben strecken. Schnelle Schritte und nach oben strecken. Ist schon gut? Oh, scheiße, jetzt geht's los. Let's go. Ich mache nur wie Elefant. Geschafft! Jetzt geht's weiter mit Ausfallschritten. Und zwar machen wir einfach einen Ausfallschritt nach hinten und einen schönen Kick. Nach 20 Sekunden wechseln wir das Bein. Jetzt ist mal das linke Bein still und mit dem rechten kicken wir. So starten wir los. Das ist die Übung für uns beide. Die sieht jetzt gleich aus. Egal ob Springer oder nicht Springer. Viel Spaß. Schön runtergehen, gerader Rücken und Kick. Wie Ronaldo kicken. Zuu. Und beim Wechsel. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I eine Boxing-Übung habe ich noch für euch. Wir gehen in den breiteren Stand und drehen uns jetzt immer auf eine Seite auf und boxen. Und andere Seite aufdrehen und wieder boxen. Nochmal durchschnaufen. Da ist auch wieder für Springer und Nichtspringer die Übung. 3, 2, 1. Los geht's. I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Sehr, sehr gut. Es geht weiter mit Jumping Skaters. Wenn ihr jetzt springen wollt, springt ihr einfach von einem auf das andere Bein. Richtig schön die Arme mitschwingen, dieser Dance Move, gell? Ja, ist schon super. Oder wenn ihr nicht springen wollt, einfach nur von einer auf die andere Seite steigen und noch die Zehen berühren. Los geht's. Wieso? Ist es nicht irgendwas von Fortnite oder so? Ja, genau. Aber fährt auf jeden Fall gut rein. Spürt man gut. Volles Tempo. Und auch wenn ihr jetzt nicht springt, holt trotzdem alles raus. Sehr,
Gut. Es geht weiter. Wir geben jetzt abwechselnd das Knie zum diagonalen Ellbogen und die Zehen zur diagonalen Hand. Dann wird gewechselt. Sieht so aus. Und entweder mitspringen oder das Ganze im Stand. Wie direkt wechseln oder? Immer abwechselnd. Immer abwechselnd. Zuerst immer beide Seiten. Perfekt. Und dann wechsel. Genau. Mit einer Squat und wir stellen uns jetzt ein imaginäres, schweres Seil vor, das wir richtig schön auf den Boden schlagen. Mit voller Wucht aus dem ganzen Körper. Das schaut echt schwer aus. Das schaut so schwer aus, gell? Ja. Dazu noch das Gesicht und dann kann es losgehen. Und let's go. Okay. Schluck zwischendurch trinken und dann zeige ich euch die nächste Hampelmann-Variation. Und zwar springen wir jetzt in Hampelmann, einmal ganz klassisch und einmal die Hände nach vorne geben, wieder hoch und nach vorne, hoch und nach vorne. Auch hier wieder gerne steigen, wenn euch das lieber ist. Nochmal eine Squat, einmal eine ganz normale, schöne, tiefe Squat und beim zweiten Mal springen wir nach oben. Also immer abwechselnd Squat, Jumping Squat. Wer hier jetzt wieder nicht springen möchte, macht einmal eine Squat und beim zweiten Mal geht er runter und wieder hoch. Vielleicht vom Vortag habt, macht einfach ganz leichtes Seilspringen, schön aus den Waden ein bisschen arbeiten. Das geht natürlich auch. Vorletzte Übung. Wir springen jetzt ans Ende unserer Matte. Schöner großer Sprung und nach hinten laufen. Was lachst du da? Wer wieder nicht springen möchte, macht zwei große Schritte und nach hinten laufen. Los geht's. Noch nicht. Mach. Und. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never won. Tonight.
ich sag's euch, da holen wir jetzt nochmal richtig alles raus. Wir stehen seitlich und ziehen jetzt ein Knie richtig schön zu unseren Händen. 20 Sekunden machen wir nochmal Wechsel. Die geht auch wieder für Springer und Nichtspringer. Letzte Übung, Schatz, bist du bereit? Yes. Let's go. Okay. I don't wanna know what you think. I'm the one you go to. Whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Und Wechsel. My heart is out of sight. I just wanna feel mine. Schnell, Tempo, Tempo, Tempo. I could become that one for another one. 10 Sekunden noch. Weiß mal noch durch. Maybe let's go. I was never one. I'm gonna be the one for another one. Ja, wir haben es geschafft. Hey. Wow, ich hoffe, euch hat das Workout jetzt gefallen. Ich hoffe, ihr schwitzt auch, so wie wir. War gut, gell? Boah, ich bin im Arsch. 15 Minuten und da ist man richtig zerstört. Ja. Mega. Extrem gutes Workout, ich kann es immer wieder sagen, ans Limit gehen. Und auch in den 15 Minuten allein schon, wenn man ans Limit geht, dann zerstört es einen. Ist so, ja. Komplett. Vollgas. Wow. Also lasst mir jetzt gern Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Workout gefallen hat und ob mal wieder öfters ein Partner-Workout kommen soll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wer auch das mit dem Partner durchzieht, würde mich interessieren. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.